Ja, Leute, und damit ein herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play von Skyrim. Und wir befinden uns heute auf dem Weg. Ja, moin, meine Batterien sind fast leer. Ja, moin. Zurück nach Falkenring, um dem Herrn erstmal. Danke. Um zu berichten, dass wir seinen Ahnen getötet haben, den Vampir. Mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das heute wieder eine nice Folge wird. Und dass wir es nicht allzu langweilig haben. Und ja, Leute, ich weiß, ich könnte schon zum Endboss-Fight hinkommen. Aber ich möchte, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen was von den Nebenquests machen. Noch ein bisschen was mit euch entdecken hier. Was soll ich denn da drinne? Kann ich euch etwas bringen? Achso, Todmannstrunk. Ich dachte gerade absolut, dass es das Haus ist, wo der Jarl drin rumgammelt. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Decken. Hey. Ihr seid. Ich war einmal Jarl. Vigar ist aber man tot. Hat mich zu. Meine Familie dankt euch. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ja, und was? Passt auf, was ihr sagt. Das Kaiserreich hat. Gebt acht. Meine Mark Thekla okay. Hat meinem aufgeblasenen Neffen Sieggeier. Wir sollten irgendwann einmal willkommen im Todmannstrunk. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarls sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Na boah, das machen wir. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? In den letzten Wochen sind einige Leute verschwunden. Es heißt sogar, dass jetzt auch noch unsere Jäger weg sind. Okay. Sagt mal, wenn ihr auf Reisen seid, könntet ihr da nach ihnen Ausschau halten? Nach Valda und seinen Männern? Ich glaube, sie waren hinter einem Bärenheer oben im Norden. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Immer gut. Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Immer gut in allen Wirtshäusern in jeder Stadt einfach mal fragen, habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ihr kriegt da so viele Nebenquests. Es heißt, Valion von Mortal hat Vampire, Draugre und alles, was mit Untoten zu tun hat, studiert. Seht ihr? Schon haben wir eine neue Questreihe angefangen. Wenn ihr Tratsch in der Stadt hört, erzählt mir davon. Sprich mit Valion. Wartet, ich muss ja mal gucken, ob die Quest jetzt auch an sich markiert ist. Raus hier. Erstmal gehen wir zu dem hin, damit wir das denn noch weiter machen können. Oder machen wir erstmal eine Nebenquest. Ich gucke mal, wie es aussieht auf der Karte, wenn wir mal eine von den Nebenquests markieren. Nein, wieder falsch. Schrein von Azura müsste ich auch schon gehabt haben. Und das können wir ja mal alles gucken. Mann, ich. Schon wieder zu heblig heute. So. Schrein von Azura haben wir schon. Was soll ich denn hier? Feiern sprechen, okay. Den Schrein von Azura haben wir noch nicht, aber da können wir relativ fix hochlaufen. Was war denn das jetzt noch? Irgendwas war es doch noch. Was war denn das jetzt noch? Ja. Töte den Riesen in Sekundas Sockel. Moin, und wo ist das? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hoffentlich. Ah, da hinten sind noch irgendwo Questmarker. Ah, da ist er. Haha. Gehen wir da erstmal hin. Ja, ne? Erstmal gucken hier. Dann gucken wir erstmal nach den Jägern. Dann nach dem Bären, nach dem Riesen, wenn wir den finden. Wie gesagt, so kleine Quests, ich möchte halt alles so ein bisschen abarbeiten. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwann langweilig wird. Hoffe ich jetzt einfach mal nicht, weil mir macht das Spiel bis heute noch Spaß. Wo ich sagen muss, die Glitches machen mir noch viel, viel mehr Bock. Sei Dank, dass ihr gekommen seid, Fremder. Ich hatte fast schon die Hoffnung verloren, von hier verschwinden zu können. Da liegt einfach ein Haufen Blut. Wer seid ihr? Ich heiße Valda. Ich gehe von Falkenring aus auf die Jagd. Wir sind einem Bären bis zu dieser Höhle gefolgt. Für die Pelze gibt es nämlich gutes Geld. Wir hatten das Tier schön in die Enge getrieben, als sie plötzlich auftauchten. Drei von ihnen, wie aus dem Nichts. Was denn? Zweiglinge. Nils ging zu Boden, bevor wir überhaupt wussten, was los ist.
Ari ist drinnen gestorben. Ich hatte nie geglaubt, dass es diese Dinger wirklich gibt. Ich glaube, ich habe den ein oder anderen Tropfen Blut verloren. Ehrlich gesagt, in diesem Zustand gehe ich nirgendwo hin. Mir tut sogar das Atmen weh. Aber du kannst aufrecht sitzen. Ja, moin. Vielleicht habe ich ja einen Trank übrig für dich. Ich brauche nicht viel, um wieder auf die Beine zu kommen. Geben wir ihm den. Und... Viel besser. Danke, Freund. Ohne das hätte ich nicht viel länger durchgehalten. Einen Trank hätte schon gereicht. Ich kann doch nicht einfach weglaufen. Nicht solange die Leichen meiner Freunde noch dort drin sind, von diesen Bestien in Stücke gerissen. Verstehe. Lasst mich euch helfen. Das würdet ihr für einen Fremden tun? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Geht voraus, schätze ich. Ha, ach so. Deswegen sagt man erstmal, geh voraus. Na sicherlich, Leute. So, dann gehen wir mal in eine Moosmutterhöhle, machen hier erstmal alles radikal weg und dann geht's weiter. Auf zur nächsten Quest, dann zur nächsten Quest. Wir machen hier eins nach dem anderen. Oh, der Ari ist tot. So. Ja, was ist denn das hier? Aber doch. Eigentlich wollte ich den Seelenstein erstmal aufheben, aber geht auch. Leute, ich wusste das ganz genau. Ich liebe Schlossknacken, ne? Also, das ist eine innige Liebe zwischen Schlossknacken und mir. Das ist unnormal. Aber wir haben es hingekriegt. Zack, zack. Den kannst du behalten. Und ich habe natürlich mal wieder nicht mein Inventar geklärt. Dümmster Mensch EU. Ich vergesse das echt jedes Mal. Ach. Nichts Interessantes dabei. Hi! Eine Zweigling-Erdmutter. Die hat, zum Schluss hält die echt viel aus, ne? Muss man ja dem Zweigling mal lassen. So. Zack, zrapp, zapp, zapp. Gibt's hier noch irgendwas, wo ich lang kann? Okay. So, dann rennen wir mal hier weiter. Mein Typ rennt echt wie eine Schwuchtel. Der sagt clean, also kill ich jetzt alles, was ich finde. Oh, das Blut ist heftig, aber... Nils mit IE. Okay. Das habe ich noch nie gesehen. Hier noch irgendwas? Ach, jetzt rufen, verbrennt den Vampir, wenn ich dir helfe. Ja, sicherlich, Digga. Ich kann ja gerne mal eine reinschlagen. Mal sehen, ob du überlebst. Pisser. Das ist so das, was ich meine. Man kriegt immer wieder irgendwelche Gesetze reingedrückt. Oh, bleib doch hier, Mann. Ja moin, ich bin zu blöd zum Treffen. Ja moin, ich bin immer noch zu blöd zum Treffen. Aber hast du gut gemacht, Lydia. Abgeschlossen. Säubere die Moosmutterhöhle. Ey, Digga. Dann wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Ja moin, gut, wunderbar. Bitte, ich will euch das hier schenken. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist mir wichtig. Ari gab mir diesen Dolch, als wir gemeinsam zu jagen begannen. Sie sagte immer, er brächte ihr Glück. Ihr solltet ihn nun bei euch tragen. Ich werde sie ordentlich begraben und mich dann auf den Rückweg machen. Stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr jemals nach Falkenring kommt. Ihr seid jederzeit willkommen. Okay, das auch mal merken, dass wir da nochmal hinkommen sollen. Und wir gucken jetzt mal kurz den Glücksdeutsch an. 25% Erfolg für einen kritischen Treffer. Oh, coole Sache. Ich glaube mal, das wird auch eine einzigartige Waffe sein. Ich denke mal, das wird man nicht entzaubern können. Aber man kann ja mal gucken. Spaßeshalber dann. So. Zack. Zrapp, zapp, zapp. Und der Hoden ist ab. So. Ah, ich dachte, hier kann man noch irgendwas entdecken, aber nee. Hier ist nichts weiter. So. Hat ja schon was, ne? Also hässlich ist es auf jeden Fall nicht. Natürlich mit den Mods bzw. Shadern wäre es natürlich nochmal eine ganze Ecke geiler. Boah, ich euch ja schon so oft gesagt, dass ich die Erfolge haben möchte. Geil wäre natürlich 100% zu haben in Skyrim mal wieder. Irgendein Spiel mit 100% wäre schon nice, ne? So, jetzt haben wir schon die erste Sache abgeschlossen heute. Oh.
Royalmarsch und Pale. Da kann man sich auch noch Häuser bauen. Man muss sich auch für den Erfolg, ich glaube, 5 Häuser bauen oder 3 für den einen. Ich hatte mal geguckt. So, das nächste, was ich machen kann, geht da lang. Gucken, was da ist. Es wird so nah angezeigt. Ja gut, dann gehen wir direkt mal hier hin. Das haben wir schon mal abgeschlossen, aber naja. Machen wir es halt nochmal schnell. Die Riesen können wir ja ganz schnell wegratzen. Ganz, ganz easy, Leute. Und so könnt ihr euch übrigens ganz schnell einfache Quests holen oder relativ schnell zügige einfache Quests, um schnell an Gold oder so zu kommen. Beispielsweise. Absolut stark. Einfach nur stark, das Schwert. Zack, zack und zack. Und zack. Als ob das alles war. Ach komm, den holen wir auch noch. So, zack, 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 zack. Das Emerald-Shit nehmen wir übrigens auch mit, weil das relativ viel wert ist. Einmal heilen. So, dann... was wollte ich denn jetzt machen? Achso, mal was gucken wegen der Skillung. Ich habe nämlich so gut wie noch gar nichts geskillt, obwohl wir ja die ganze Zeit am Kämpfen immer sind. Bei schwere Rüstung. Nein, das brauchen wir nicht. Also das auf jeden Fall. Mal gucken, wo wir hier sind. Blocken brauchen wir nicht, zweihändig eigentlich auch nicht, einhändig. Hier können wir auch schon relativ weit gehen, aber noch gar nichts großartig gemacht. Genau. Zack. Du kannst im Sprint ja genau, den nehmen wir auch. Nein, 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 genau dahin. Ja gut, das ist nice, aber ich spiele in dem Let's Play irgendwie nur mit einhändigen Waffen, also lassen wir es erstmal. So. Bleibt sofort stehen! Was wollt ihr? Auf euren Kopf ist in Weißlauf eine ziemlich hohe Belohnung ausgesetzt. In Weißlauf? Ich und ich sorge dafür, dass euer Name reingewaschen wird. Verbrennt dich! Deine Mutter, Alter! Als ob in Weißlauf auf mich Kopfgeld ausgesetzt ist. Hier, komm, Alter. War ein schneller Tod, mein Freund. Du bist ja ein richtig starker Kopfgeldsammler. Leute, also ich fasse es ja wohl nicht. Das ist nicht schlecht, nehmen wir mit. Ist gut was wert. Und der Helm ist auch gut was wert, der Rest juckt mich nicht. Ich fasse es ja wohl nicht, hier ankommen und gleich mal Ansprüche stellen oder was. Also, ich glaube gehackt. So. Da wird mir zwar noch eine Quest angezeigt, aber das wird bestimmt die da oben sein. So, jetzt mal gucken, was wir noch machen können. Lass dir das Kopfgeld von Nenya aushändigen. Das müssten wir eigentlich mal einen Falkenring schnell machen. Mal schnell noch Falkenring. Lass uns das Kopfgeld aushändigen. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen. Oder machen wir heute ein bisschen Airfire? Und ich weiß es noch gar nicht. Je nachdem, was ich jetzt noch für Aufgaben habe. Ich möchte immer ungern irgendeine Aufgabe anfangen und die dann mittendrin abbrechen. Das mache ich ja nicht. Und zu lang möchte ich die Folgen auch nicht machen. Ich finde nämlich, dass die 25, 30 Minuten Parts doch etwas zu lang sind. So. Wenn das jetzt was vom Stream ist, so ein kleines Best-of oder so, ist das... Oh, dieses Kopfschmerzen-Ding, Alter. Ist das ein bisschen was anderes, aber sonst... Oh, falsches Haus, glaube ich. So. Gibt es einen Grund dafür, dass ihr mit einer gezogenen Waffe herumlauft? Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Schön für dich. Du bist hässlich, du bist ein scheiß Neger. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber da habe ich lieber Lydia mit dabei. Hallo. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene unter Jarl Sittgeier. So. Davor habt ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100 Gold. Naja, okay, gut. Es gibt zurzeit leider kein Haus, aber ich könnte euch ein schönes Stück Land verkaufen, auf ja! dem ihr ein eigenes Haus errichten könnt. Auf jeden Fall, ich nehme es. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier ist die Besitzurkunde eures Hauses. Von Haus Seebleck. Straße von Falkenring nach Osten. Und wieder ein Erfolg. Ohne Mods kriegt ihr die Erfolge mit, nach nicht, also denkt da mal dran. Ihr euch links halten. Gut, ich habe ihr nicht zugehört. Ja moin, egal.
Warte mal, habe ich das als Quest bekommen? Das wäre natürlich jetzt richtig nice. Weil ich gerade im Laufen bin. I love it. Ja, du, gut, die müssen wir auch noch machen. Ein neues Haus in Falkenring angucken. Ich denke mal, wir werden mal morgen oder übermorgen uns dann mal ranmachen, beziehungsweise spätestens nächste Woche das Haus dann zu bauen, würde ich mal sagen. Ist das gleich hier vorne? Irgendwo? Sind so viele Questmarker, weil ich gerade so viel markiert habe. Wir gucken mal auf eine Karte. Oh, ey, Leute, manchmal bin ich echt blöd, ne? Wo ist mein Haus? Wo ist mein Hus? Euer Ernst? Wo ist mein Haus? Ach, das ist da oben? Ja, moin. Ich dachte, das ist direkt in Falkenring. Ja gut, dann rennen wir da jetzt noch hin. Das ist jetzt unsere letzte Aufgabe, die wir jetzt noch bewältigen. Entdecken sozusagen unser Haus. Da soll ja nichts stehen. Mal gucken, wie die Aussicht da ist. Und dann begeben wir uns da mal entweder noch hin, die Tage, oder wir machen das nächste Woche. Das werde ich dann entscheiden. Welche Richtung? Wenn wir nur mal auf der Karte gucken. Komplett in die falsche Richtung. Ja, moin. Mal gucken. Ja, ich sehe schon links, ich brauche nicht gucken. Ich sehe gerade den Questmarker vom Haus. So, da rennen wir jetzt ganz gediegen hin. Oh, ich hasse es, keine Dings zu regenerieren. Hier im Boot auch manchmal reingucken, da kann nämlich auch was drinnen liegen. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Eure Augen gefallen mir nicht. Ja, okay, gut, dann möchte ich auch ja nichts von dir kaufen. Brauche ich eigentlich sowieso nicht, davon mal abgesehen. Da bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Das ist auch wieder Neuland für mich. Ich habe mir damals die DLCs nicht geholt. Wer die Let's Play schon etwas länger guckt, weiß das ja auch. Und, ja. Auf jeden Fall habe ich das damals nicht gemacht. Die DLC-Sachen kenne ich gar nicht. Ich war nämlich schon vor den DLCs mit dem Spiel durch. Und hatte dann ehrlich gesagt keinen Bock nochmal irgendwie da anzufangen, die DLCs zu machen, dafür nochmal Geld auszugeben. Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf, da war ich wieder voll auf COD. Hallo? Ah, hier kann ich mir das Haus dann bauen. Es hat schon was hier so. Muss ich sagen. Hier. Lehm. Okay. Eigenheime für Einsteiger. Ja, moin. So, mal ganz kurz reingucken. Den Zeichentisch? Okay, hab ich. Ja, Leute, ich würde sagen, da machen wir morgen mal einfach hier weiter. Mal gucken. Aber das Haus komplett bauen tun wir noch nicht und einrichten, weil das möchte ich extra, da möchte ich eine Folge extra drüber machen, damit man das mal ein bisschen zusammen entdeckt. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Haut rein, bis dahin und ciao.